Hi, ich bin Moritz. In diesem Video geht es um Starlink und warum ich überzeugt bin, dass Starlink eines der größten Unternehmen der Welt werden könnte und ihr guckt MBT. Zuerst gucken wir uns an, was Starlink überhaupt ist, welche Auswirkungen es auf die Welt haben könnte und überlegen dann, was es wert sein könnte, um die Investmentgelegenheit zu verstehen, wenn das Unternehmen an die Börse geht. Nicht vergessen, das ist natürlich wie immer keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung, die ich hier für euer Entertainment teile. Los geht's! Starlink ist ein von Elon Musks SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk, das Internetzugang auf der gesamten Welt ermöglichen soll. Damit ist es zwar nicht das erste Unternehmen mit diesem Ziel, aber sicher mit Abstand das ambitionierteste. In der Unternehmenswelt liegen in den größten Problemen auch immer die größten Gelegenheiten. Die Größe des Teichs bestimmt die Größe der Fische, die man darin fangen kann. Und der große Teil der Menschheit, der nicht ans Internet angebunden ist, ist ein verdammt großer Teich. Und damit auch eine verdammt große Gelegenheit. SpaceX Plan, um all diese Menschen ans Internet anzubinden, ist es, ihre wiederverwendbaren Raketen zu nutzen, um selbst produzierte Satelliten in die niedrige Erdumlaufbahn zu schießen, die dann mit Starlink-Terminals auf der Erde verbunden werden können und so Internetzugang ermöglichen. Bei diesen Terminals handelt es sich bisher um relativ kompakte Satellitenschüsseln, die überall auf der Erde aufgestellt werden können, um so selbst in den abgeschiedensten Regionen der Welt Internetzugang zu ermöglichen. Bisher hat SpaceX über 2000 Satelliten im Orbit. Das Unternehmen baut mehr als 45 Satelliten wöchentlich und schießt bis zu 240 pro Monat ins All. Starlink hat heute etwa 200.000 aktive Nutzer. Diese Zahl könnte bis Ende diesen Jahres auf etwa 500.000 steigen, solange Lieferengpässe die Produktion nicht zu stark einschränken und das mögliche Wachstum so begrenzen. Da der Starlink-Service pro Monat etwa $100 kostet, befindet sich der Umsatz des Unternehmens bereits bei über 20 Millionen pro Monat, also fast $300 Millionen pro Jahr. Insgesamt sollen im Endstadium etwa 42.000 Starlink-Satelliten im niedrigen Orbit platziert werden, um den gesamten Globus mit Internetzugang abzudecken. Das sind 5-mal mehr Satelliten, als je in den Orbit geschickt wurden. Der Umfang dieses Projekts ist wirklich unglaublich. Die Satelliten selbst haben außerdem eine Lebenszeit von 5 Jahren und werden dann kontrolliert zerstört, indem sie in die Erdatmosphäre eintreten und dort vollständig verglühen, um Weltraumschrott so zu minimieren. Das Ziel von Starlink ist es, die ganze Welt mit Internetzugang zu versorgen. Starlink soll außerdem SpaceX Cash-Cow werden, um die Mars-Kolonisation zu finanzieren, da dafür gigantische Geldsummen benötigt werden. Und wenn für die Kolonie gigantische Geldsummen benötigt werden und diese mit Starlink finanziert werden soll, können die besonders Cleveren hier 1 und 1 zusammenzählen und erkennen, dass SpaceX plant, mit Starlink gigantische Geldsummen zu verdienen. Aber dazu kommen wir gleich. Die Auswirkungen, die Starlink auf unsere Welt und insbesondere ärmere und ländliche Regionen haben wird, werden krass unterschätzt. Fast 3 Milliarden Menschen haben bis heute immer noch keinen Internetzugang. Das sind fast 40% der gesamten Weltbevölkerung. Gerade in ärmeren Ländern und besonders in abgeschiedenen Gebieten bauen Internetanbieter keine Infrastruktur aus, da es sich einfach nicht lohnt, große Investitionen zu tätigen, um nur ein paar wenige Leute zu erreichen, die kaum Kaufkraft haben. Da Starlink-Satelliten im niedrigen Erdorbit die Erde umkreisen, decken sie den ganzen Planeten ab und ermöglichen Internetzugang überall, da sie statt $1 Millionen pro Kilometer verlegtem Kabel einfach nur mehr Satelliten mit wiederverwendbaren Raketen in den Orbit schießen müssen. Das ist ein enormer Kostenunterschied, der es möglich macht, auch abgeschiedene Regionen abzudecken. Die Anbindung ländlicher Gemeinden als Internet und der Zugang zur Internetwirtschaft für Milliarden von Menschen werden weitreichende Folgen haben. Indem diese fast 3 Milliarden Menschen Internetzugang bekommen, bekommen sie außerdem Zugriff auf das gesamte bisher gesammelte Wissen der Menschheit und erhalten eine direkte Verbindung zu jeder anderen Person, die das Internet nutzt. Das Internet profitiert von unglaublichen Netzwerkeffekten. Jeder zusätzliche Nutzer macht das Internet noch besser für alle bisherigen Nutzer. Es gibt so mehr Leute, die Produkte kaufen und verkaufen können, mehr Leute, die Content erstellen und konsumieren können und noch mehr Leute, die ihr Wissen mit dem Rest der Menschheit teilen können. Das wird einen gigantischen Wandel für Milliarden von Menschen bedeuten und ihre Leben drastisch verbessern. Das Internet demokratisiert Informationen. Mit dem Zugang zu allem menschlichen Wissen und allen anderen Personen können all diese Menschen Zugang zu den besten Lehrern der Welt erhalten und problemlos Bildungsstandards von Industrieländern erreichen. Sie können bessere Infrastruktur bauen, bessere Agrarmethoden lernen und werden an die Weltwirtschaft angeschlossen, um Güter und Dienstleistungen zu handeln und remote arbeiten, um ihr Einkommen zu steigern. Außerdem ermöglicht das Internet eine deutlich bessere Koordination von Ressourcen und Arbeitskräften. Der Zugang zu Informationen und zum Internet kann eine Menge Probleme lösen.
Zum Beispiel kann in Ländern mit hoher Korruption und Inflation oder ohne funktionierendes Bankensystem das Internet der Bevölkerung den Zugang zum Krypto-Ökosystem ermöglichen, sodass sich diese nicht mehr auf korrupte Systeme verlassen müssen. So werden Länder, in denen die Kaufkraft der Bevölkerung durch inkompetente oder korrupte Politik zerstört wird, an ein globales, dezentralisiertes Finanzsystem angebunden, das den Lohn für ihre Arbeit nicht direkt zerstört, auf das sie ohne weit verbreiteten Internetzugang einfach keinen Zugriff haben. Das lässt sich besonders gut an Ländern wie Sudan oder dem Libanon erkennen, in denen die Inflationsrate über 200% liegt, aber trotzdem nur 1% der Bevölkerung Krypto nutzt. Es ist ziemlich klar, dass dieser Prozentsatz deutlich steigen wird, wenn Internetzugang weit verbreitet wird. Selbst wenn einzelne Haushalte allein sich Starlink nicht direkt leisten können, könnten Gemeinschaften zusammenlegen und mit einer Starlink-Schlüssel Zugang für ein ganzes Dorf ermöglichen. Außerdem erhöht Internetzugang dank neuer Arbeitsgelegenheiten und Bildungsmöglichkeiten das Verdienstpotenzial der Bevölkerung, weshalb der Preis von Starlink-Zugang diese Gemeinden nicht ausschließt, wie man vielleicht meinen könnte. Starlink ermöglicht außerdem billigen Internetzugang auf Langstreckenflügen oder in der Hochseeschifffahrt. SpaceX befindet sich hier bereits im Prozess, mit Fluglinien Verträge abzuschließen. Die Implikationen sind unglaublich und es gibt wenige Unternehmen, die einen so tiefgreifenden Einfluss auf die Welt haben können. Und der Einfluss endet nicht auf dieser Welt. Starlink ist, wie bereits gesagt, SpaceX Cash Cow, die den Bau der Starship-Flotte und letztendlich die Kolonisation des Mars finanzieren soll. Das macht Starlink nur noch wichtiger. Während Starlinks Internetverbindung generell schneller als die von anderen bisher aktiven Satelliten-Internetanbietern ist, da ihre Signale im niedrigen Erdorbit kürzere Distanzen zurücklegen müssen, ist ihr mit Abstand größter Wettbewerbsvorteil immer noch SpaceX überlegene Raketentechnologie, da es das einzige Unternehmen mit wiederverwendbaren Raketen ist. Das bedeutet, dass es für SpaceX deutlich billiger ist, Satelliten in den Orbit zu schießen, weshalb kein anderer Satelliten-Internetanbieter mit Starlinks Preisen konkurrieren kann. Das muss ich nochmal wiederholen, weil es so ein wichtiger Punkt ist. Solange kein anderes Unternehmen wiederverwendbare Raketen entwickelt hat, gibt es für SpaceX und damit auch für Starlink keine Konkurrenz. SpaceX Falcon 9 Raketentechnologie ist der Konkurrenz etwa 3 bis 5 Jahre voraus. Selbst wenn andere Unternehmen wiederverwendbare Raketen entwickeln, ist SpaceX allerdings schon einen Schritt weiter. Starship befindet sich bereits in der Testphase und wird in den nächsten Jahren einsatzbereit sein, was SpaceX Kosten, Masse in den Orbit zu schießen, drastisch senken wird. Mit Starship könnte SpaceX 4 bis 5-mal so viele Satelliten pro Start bei 3 bis 5-mal niedrigeren Startkosten in den Orbit schicken. SpaceX Innovationsgeschwindigkeit ist in typischer Musk-Art auch einfach schneller als die der meisten konkurrierenden Unternehmen. Die unternehmensinternen Satelliten werden ständig verbessert. Die Satellitenschüsseln werden ebenfalls iterativ verbessert und mit Starship arbeitet SpaceX bereits an der nächsten Raketengeneration. Dank dieser unglaublichen iterativen Innovationsgeschwindigkeit hat SpaceX keine Konkurrenz. Das liegt auch nicht zuletzt daran, dass SpaceX eines der aufregendsten Unternehmen der Welt ist, mit einer extrem inspirierenden Mission. Und deshalb, was Talent angeht, größtenteils nur mit anderen Musk-Unternehmen um die besten Ingenieure konkurriert. Das ist ein massiver Vorteil, da es am Ende immer Menschen sind, die Projekte real machen. Wer die besten Menschen in seinem Team hat, hat damit den wohl wichtigsten Vorteil. Und bei SpaceX und damit auch Starlink ist genau das der Fall. Und falls noch jemand warum auch immer daran zweifelt, dass SpaceX und andere Musk-Unternehmen die talentiertesten Ingenieure zu sich ziehen, hier ein kurzer Clip von Elons Besuch bei der US Air Force Academy vor einem Monat. Is founder, CEO, and chief engineer of SpaceX and CEO of Tesla, Mr. Elon Musk. Das ist wichtig. Wie bereits gesagt, Starlink ist ein Subunternehmen von SpaceX und gehört damit zum Musk-Imperium. Elon gibt hier also die Vision und die Strategie des Unternehmens vor. Und keiner denkt größer als Elon Musk. Er beschleunigt außerdem durch seine aggressiven Zeitpläne die Innovationsgeschwindigkeit innerhalb des Unternehmens. Noch dazu ist Elon als CEO und größter Anteilseigner gratis Marketing für Starlink und SpaceX, um Publizität und damit Kunden für Starlink zu erzeugen. Außerdem hat das Unternehmen mit Elon an der Spitze so ziemlich unbegrenzte Finanzierung zur Verfügung, um das Satellitennetzwerk weiter auszubauen. Okay, jetzt gucken wir mal, was ein Unternehmen wie Starlink wert sein könnte. Das müssen wir tatsächlich gar nicht alleine machen,
Denn 2017 wurden ein paar interne Projektionen von SpaceX für die Starlink-Konstellation geleakt. SpaceX erwartete hiernach 2025 einen Umsatz von 35 Milliarden Dollar zu machen. 30 Milliarden davon durch Starlink, was hier auch den Großteil des Wachstums ausmacht. Hier haben wir die erwarteten Projektionen für SpaceX operativen Gewinn. Der wird fast komplett durch Starlink angetrieben und erreicht hier nach 2025 über 20 Milliarden Dollar, also eine fast 60%ige operative Marge. Diese Projektionen sind zwar bereits veraltet und um ein paar Jahre verspätet, aber sie bleiben trotzdem relevant, da sie, selbst wenn sich die Zeitachse ein bisschen verschiebt, genau das sind, was SpaceX anpeilt. Auch wenn es statt 2025 vielleicht erst 2030 erreicht wird. Ein operativer Profit von 20 Milliarden würde mit einem 50-fachen Multiplikator immerhin eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar für Starlink bedeuten. SpaceX wird heute auf dem Privatmarkt mit etwa 200 Milliarden bewertet. Ob Starlink letztendlich ein gutes Investment ist, kommt natürlich darauf an, zu welchem Kurs das Unternehmen an die Börse geht. Wenn es direkt nach der IPO 600 Milliarden wert ist, ist das Potenzial nach oben deutlich kleiner. Und die Nachfrage nach SpaceX oder Starlink-Anteilen und generell Elon Musk-Unternehmen ist nicht gerade klein. So, hier habe ich nochmal ein eigenes Starlink-Bewertungsmodell von 2022 bis 2042 gebastelt. Hier haben wir die Starlink-Abonnentenzahl. Das hier ist der Preis pro Monat, der Jahresumsatz, die operative Marge, der Profit, der Multiplikator, die letztendliche Marktkapitalisierung und das Nutzerwachstum. Das ist natürlich nur ein Beispielszenario. Modelle sind wie gesagt keine genaue Wissenschaft. Ich gehe hier anfangs von einem extrem starken Wachstum, das dann immer weiter abflacht aus. So kommen wir 2030 auf über 100 Millionen Nutzer und bis 2040 auf 300 Millionen aktive Nutzer. Ich gehe davon aus, dass der Preis pro Monat, der jetzt bei 110 Dollar liegt, immer weiter abflacht über die Jahre und dann bei 60 Dollar stehen bleibt. SpaceX selbst geht ja von einer operativen Marge zwischen 50% und 60% aus. Ich gehe hier davon aus, dass die operative Marge eben erst gering ist, weil am Anfang viele Satelliten hochgeschossen werden, aber noch nicht viele Nutzer dafür zahlen. Und je mehr Nutzer dazukommen, die operative Marge dann immer weiter steigt. Für den Multiplikator nehme ich erst einen 50-fachen, in der Zeit, in der das Wachstum noch relativ stark ist. Und ab dem Zeitpunkt, an dem das Wachstum dann auf 10% abflacht, habe ich nur noch einen 40-fachen Multiplikator genommen. In diesem hypothetischen Szenario, was natürlich unmöglich genauso passieren wird, komme ich in 2030 auf eine Marktkapitalisierung von 2,1 Billionen Dollar. Und letztendlich könnte Starlink laut diesem Modell hier 2042 fast 6 Billionen Dollar wert sein. Das ist eine ordentliche Stange Geld. Wie gesagt, Modelle sind keine genaue Wissenschaft. Ich packe hier nur ein paar von meinen Annahmen rein, um dann für mich wissen zu können, was das Unternehmen ab einem bestimmten Punkt wert sein könnte. Das wird offensichtlich niemals genauso zutreffen, aber meiner Meinung nach ist ein Szenario in dieser Richtung möglich. Ihr solltet natürlich alle ein eigenes Modell mit euren eigenen Annahmen basteln, um zu wissen, was ihr für möglich haltet. Die größten Risiken für Starlink sind meiner Meinung nach behördliche Genehmigungen. SpaceX hat bereits die Erlaubnis für 12.000 Satelliten, erwartet allerdings immer noch eine Erlaubnis für die 30.000 weiteren. Das könnte das gesamte Projekt verlangsamen. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass Länder wie beispielsweise China Starlink gar nicht erst erlauben. Solche Dinge sorgen allerdings eher für Verspätungen und sind nicht existenzbedrohend. Ein weiteres Risiko ist die Starship-Entwicklung, da Starship ein wichtiges Puzzleteil ist, um Satelliten schnell und billig in den Orbit zu bringen. Allerdings bin ich hier zuversichtlich, dass das SpaceX-Team Starship in den nächsten Jahren voll funktionsfähig machen wird. Da Starlink ein Subunternehmen von SpaceX ist und SpaceX ein privates, nicht am Markt gehandeltes Unternehmen in den USA ist, ist es alles andere als einfach, ein Stück vom Kuchen zu bekommen. Man muss dafür ein akkreditierter Investor sein, heißt ein Vermögen über 1 Million Dollar ohne die primäre Residenz haben. Oder ein Jahreseinkommen über 200.000 Dollar haben. Dann müsste man außerdem im Fall von SpaceX mindestens 250.000 Dollar investieren und natürlich die richtigen Verbindungen haben, um an der Finanzierungsrunde teilzunehmen. Und für die von uns, auf die diese Voraussetzungen nicht zutreffen, wir müssen wohl warten, bis SpaceX oder Starlink selbst an die Börse geht. Elon hat angekündigt, dass Starlink voraussichtlich als Spin-off allein an die Börse gehen wird, sobald der Cashflow des Unternehmens stabil und gut vorhersehbar ist. Das wird voraussichtlich irgendwann in den nächsten 3 Jahren der Fall sein. Es kann allerdings auch passieren, dass Starlink nicht allein als Spin-off an die Börse geht, sondern SpaceX direkt als ganzes Unternehmen IPO'd. Hier hat jemand letztes Jahr auf Twitter eine E-Mail von Elon ans SpaceX-Team aus dem Jahr 2013 geteilt, in dem Elon erklärt hat, warum SpaceX privat bleiben soll. Elons Reaktion auf diese E-Mail heute? In den letzten 8 Jahren hat sich viel geändert. Vielleicht ist das eine Andeutung darauf, dass SpaceX bald an die Börse gehen wird.
Vielleicht ist es auch nur ein Hinweis auf Starlink. Und es besteht immer noch eine größer als 0%ige Chance, dass es sich hierbei um eine Anspielung auf die Ex-Holding-Gesellschaft handelt. Wie auch immer. Starlink wird unsere Welt drastisch verändern und Milliarden Menschen, besonders in armen ländlichen Regionen, Internetzugang bieten und Lebens- sowie Bildungsstandards auf der Erde drastisch erhöhen, während es gleichzeitig die finanziellen Ressourcen für eine Marskolonie bereitstellen und eine neue Ära der Weltraumforschung und Kommerzialisierung einläuten wird. Und gleichzeitig wird Starlink damit eines der größten Unternehmen der Welt werden. Und auch wenn es jetzt noch kaum Investitionsmöglichkeiten gibt, werde ich für meinen Teil Starlink gut im Auge behalten. Und bei einer IPO dann je nach Kurs möglicherweise zuschlagen. Danke fürs Zuschauen, Gang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.